In nur 3 Monaten ist dieser Prachtbau fertig geworden. Eine sensationelle Reithalle, traut man sich gar nicht zu sagen, wenn man hier drin steht. In nur 3 Monaten. Warum habt ihr so spät angefangen, Uli Kasselmann? Ja, das ist eine gute Frage. Wir mussten natürlich einige Genehmigungsfragen noch auf den Weg bringen. Und das dauert halt eben ein bisschen länger. Einen solchen Bau herzustellen, braucht man schon eine gewisse Anlaufzeit. Ihr habt vertraut auf einen ungarischen Partner, die Firma Steel Professional. Warum diese Firma? Ja gut, ich habe eigene Ideen gehabt und die wollte ich umsetzen lassen. Habe ich natürlich auch von deutschen Firmen anschauen lassen, aber die Firma aus Ungarn, Steel Profession, hat einfach diese Idee, die ich hatte, am besten umsetzen können. Während Horses and Dreams sind hier die VIPs beheimatet, oben mit einer fantastischen Lounge. Aber es ist eigentlich eine Reithalle. Man kann sie also relativ leicht auch zu einer Reithalle umbauen. Was sind die besonderen Raffinessen dieses Baus? Ja gut, einmal die Reithalle ist ja für uns ganz wichtig. Ich mache ja nicht 365 Tage Turnier, aber die andere Restzeit muss man ja hier die Halle nutzen. Und da haben wir so ein Konzept gemacht oder gefunden, zusammen mit Shield Profession, dass wir das Podium, sage ich mal, wo der VIP jetzt sitzt, so konstruiert haben, dass man drunter herreiten kann, um auf ein Maß von 20 mal 60 zu kommen. Also das Innenmaß der Reithalle ist 20 mal 60 und das ist natürlich ein gutes Maß für unsere Dressurpferde. Der Hof Kasselmann bietet ja noch viel Raum, vielleicht wird noch eine Halle gebaut. Wäre der nächste Partner wieder Steel Professional? Ja, ich denke, mit der Firma haben wir sehr, sehr, sehr gute Kontakte gehabt und haben sehr gutes Einvernehmen mit den Handwerkern. Die haben wirklich fantastische Arbeit geleistet. Und ich bin ja auch ein bisschen ein Freak, der guckt, wo alles gerade ist und alles passt. Nein, die haben alle schön nach meinen Vorstellungen umgesetzt. Und das muss ich sagen, alle Achtung.